Ja, schönen guten Morgen. Es tut mir echt total leid, dass draußen so schönes Wetter ist und das ist der letzte Tag vor den Osterferien. Aber seid stark. Wir sind stehen geblieben, das letzte Mal Sigma-Algebren zu besprechen. Und nicht nur das, wir haben auch ein bisschen genauer darüber gesprochen, wie sich dann verhält mit sogenannten Zufallsvariablen. Und vielleicht fassen wir nochmal ganz schnell zusammen. Also, ein Sigma-Algebra ist eine Menge von Teilmengen von Omega, also ein Mengensystem mit diesen drei Eigenschaften, und die müssen wir halt wirklich intus haben. Die ganze Menge muss drin sein, Komplemente müssen drin sein und es müssen abzählbare Vereinigungen wieder drin sein. Das sind also die drei Eigenschaften, ganze Menge drin, Komplementstabilität, Sigma-Vereinigungsstabilität. Und die müssen wir einfach wissen, weil wenn wir zeigen wollen, dass was ein Sigma-Algebra ist, müssen wir das Zeug nachweisen. Und der nächste Schritt war, dass wir uns eben überlegen, wenn wir jetzt einen messbaren Raum haben, also messbarer Raum, dann bedeutet das, wir haben Omega versehen eben mit einer Sigma-Algebra. Das heißt, wir haben auch noch festgelegt, was alle Ereignisse sind. Und dann kann man betrachten Abbildungen, die einem Ausgang, so kann man das jetzt dann interpretieren, eben eine reelle Zahl zuordnen. Und was wir schon definiert haben, ist, was das bedeutet, dass das eine Zufallsvariable ist. Und wie ging die Definition? Na, x ist eine Zufallsvariable oder Zufallsgröße, genau dann, wenn für alle a kleiner b, und das meint natürlich alle reellen Zahlen a und b mit a kleiner b, gilt, dass die Menge a kleiner x kleiner b, was nichts anderes ist als das Urbild des Intervalls a, b unter x, wenn das beobachtbar ist, also sprich ein Ereignis. Und eben die Idee war, dass man sozusagen in einem gewissen Bereich beobachten kann, was das X macht. Da verhält sich es also wie ein Ereignis, es ist ein Ereignis. Und natürlich, wenn ich später mal zum Beispiel von sowas Wahrscheinlichkeiten ausrechnen will, dann muss das ein Ereignis sein. Das ist eben der springende Punkt, oder? Ohne das kommen wir nicht aus. Und jetzt stellen wir uns aber folgende Frage: Was für eine Struktur von Ereignissen ist dann dadurch im Definitionsbereich gegeben? Das heißt, kann ich dann wirklich jetzt nur messen, was solche Intervalle machen? Oder kriege ich da viel, viel mehr? Und die Antwort wird natürlich sein, man kriegt viel, 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 viel mehr. Und die genaue Struktur hier wollen wir verstehen. Das heißt, was wir verstehen wollen ist, wenn wir jetzt irgendeine Teilmenge der reellen Zahlen haben, ist dann auch x hoch minus 1 von b ein Ereignis. Also, das ist hier die Frage, die wir uns stellen. Und die Antwort im Allgemeinen ist nein. Also wenn x eine Zufallsvariable ist, dann muss das nicht für jede Teilmenge der reellen Zahlen gelten. Aber wir werden sehen, es gilt genau für die sogenannten Borel messbaren Mengen. Das also auf jeden Fall für die mindestens. Und da sind dann ganz, ganz viele drin, werden wir sehen. Und vor allem alle, mit denen wir praktisch rechnen werden. Also das ist irgendwie unsere Zielsetzung, zu verstehen, wenn wir eine Zufallsvariable nach dieser Definition hier haben, wo wir also nur mal beobachten können, ob gewisse Intervalle eben, also ob x in gewissen Intervallen liegt, was sind dann noch weitere mögliche Ereignisse, die sich als Urbilder schreiben lassen. Das ist irgendwo das Ziel. Und ein Beispiel, was wir gehabt haben, wäre etwa, wenn wir uns anschauen, einfach nur a, irgendeine reelle Zahl, dann würde man sich auch gerne anschauen, naja, wann ist x größer als a? Können immer bei unserem Beispiel Körpergröße bleiben, oder? Wann ist die Körpergröße größer als 170 cm? Was nichts anderes ist als das Urbild des Intervalls von minus unendlich bis a. Und wir sehen aber, das ist kein Intervall der Form, wie wir es da gehabt haben. Und zunächst unklar, ob wir das überhaupt dann anschauen können. Also sprich, ob das dann überhaupt ein Ereignis ist. Und wir werden natürlich zeigen, es ist so. Aber im Prinzip bleibt hier auch immer noch ein Fragezeichen. Und damit ich das nochmal ganz deutlich mache, im Allgemeinen aber funktioniert das eben nicht. Gell? Also man muss sich schon ein bisschen einschränken, aber für die Praxis zum Glück auf nicht sehr viel. Also nicht sehr viel im Sinne von, alles was man so hinschreiben kann, wird dann funktionieren, aber trotzdem die exakte Struktur müssen wir noch verstehen. Jo. Ups, verkehrt rum, ja, jetzt habe ich kleiner a mir gedacht. Sorry, ja, ist ziemlich falsch. Danke, von a bis unendlich. Ja, danke. Okay, also Zielsetzung mal so klar, wir wollen also genauer die Struktur von Ereignissen verstehen, die von dem X herkommen. Und das Erste, was wir dazu machen, ist, dass wir eben die sogenannte Borel-Sigma-Algebra einführen, und dazu machen wir allerdings ein bisschen einen allgemeineren Satz. Und da geht es jetzt um Schnitte
von Sigma-Algebren. Und der Punkt wird sein, wenn ich den Schnitt bilde über Sigma-Algebren, ist es wieder ein Sigma-Algebra. Und so werden wir dann eben zum Beispiel die Borel-Sigma-Algebra definieren. Gut, was haben wir gegeben? Es sei Fj, J aus J, eine Familie von Sigma-Algebren, also von Ereignisräumen, Sigma-Algebren auf Omega. Und die Indexmenge J bitte nicht gerade leer. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt wahnsinnig viele Sigma-Algebren. Also mehr, als ihr irgendwie nur erfassen könnt unter Umständen. Das J kann alles sein, bloß bitte halt nicht gerade die leere Menge. Beliebige Indexmenge, nicht leer. Und dann kann man Folgendes bilden. Man bildet den Schnitt über alle diese Sigma-Algebren und J läuft also über das große J. Und jetzt ist die Frage, was kommt da raus? Erstens einmal, was ist das überhaupt? Schreiben wir es uns ganz ausführlich hin. Was bedeutet das? Das sind alle A-Teilmenge Omega, für die was gilt? Was rauskommen muss, ist ja wieder eine Menge von Teilmengen. Das ist der Plan. Und welche sind das? Ja, bei Schnittbildung macht man was? Da schmeißt man alles rein, was in all diesen Mengen ist, oder? Das bedeutet, es muss für jedes J gelten, dass dieses A in Fj ist. Ihr könnt es auch so formulieren, bezüglich allen diesen Sigma-Algebren muss das also ein Ereignis sein. Es muss bezüglich aller beobachtbar sein und das, was da überbleibt, das ist also dieser Schnitt. Und die Behauptung ist jetzt, dem können wir einen Namen geben, wenn wir möchten, also nennen wir das jetzt einmal F, machen wir uns das Leben da leicht, das hier ist eine Sigma-Algebra. Also F, erster Punkt hier, F ist ebenfalls eine Sigma-Algebra auf Omega, das ist der erste Punkt. Also, wenn ich einen Schnitt von Sigma-Algebren bilde, dann kriege ich wieder eine Sigma-Algebra. Und der zweite Punkt, das ist die kleinste Sigma-Algebra. Entschuldigung, das reicht uns schon. Blödsinn, was rede ich denn? Also das ist die Behauptung, das ist uns vollkommen genug. Also, dass der Schnitt von diesen Sigma-Algebren wieder eine ist, also das ist die Aussage, die wir beweisen müssen. Der Rest kommt später, Entschuldigung. So, beweisen wir das. Und da gehen wir wie folgt vor. Was würdet ihr vermuten? Wie zeigt man das, was ein Sigma-Algebra ist? Also es ist total buchhalterisch. Da gibt es drei definierende Eigenschaften. Ich will zeigen, dass was ein Sigma-Algebra ist, dann muss ich die drei nachweisen. Das müssen wir einfach machen. Und deswegen legen wir los. Also fangen wir mal an mit Sigma 1. Was ist zu zeigen? Am besten immer genau hinschreiben. Zu zeigen ist, was steht da oben? Omega in F, oder? Das müssen wir zeigen. Wie zeigen wir, dass das da drin ist? Naja, es ist ja eine Vereinigung, ein Schnitt über Sigma-Algebra. Ja. Und dann muss ja in jedes einzelne Sigma-Algebra Omega drin sein. Also Moment, na, die Frage ist eben, ist es in diesem Schnitt drin? Das ist die Fragestellung. Achtung. So. Aber die Argumentation passt ja quasi schon, bloß andere Richtung. Omega ist in jeder Sigma-Algebra, weil jede Sigma-Algebra enthält Omega. Das ist ja gerade die definierende Eigenschaft. Also, wir halten fest, für jedes J aus J gilt, Omega ist enthalten in Fj. Welche Eigenschaft ist das? Ja, die erste definierende Eigenschaft einer Sigma-Algebra und Fj ist ja eine. Das haben wir vorausgesetzt. Ja, und wenn das Omega jetzt aber in jedem einzelnen Fj drin liegt, wo liegt es erst recht drin? Im Schnitt. Also liegt es im Schnitt drin und der Schnitt heißt aber F. Ja, und damit haben wir es gezeigt, Omega ist dort drin, hurra, Haken dahinter. Also das war die erste Eigenschaft und ihr seht schon, da war eigentlich nicht viel zu tun. Aber bei der zweiten definierenden Eigenschaft, also Komplementstabilität, ist eigentlich nicht viel zu tun. Was müssen wir zeigen? Ja, das da oben abschreiben. Also, wir müssen zeigen, dass für alle A aus F auch gilt, dass A Komplement in F liegt. So, jetzt schnappen wir uns aber so ein A. Ne, ganz genau könnte man hinschreiben, es sei jetzt A aus F beliebig. Was gilt dann? Und
Das ist jetzt das, was Ihr Kollege gesagt hat. Na, wir wissen schon, A liegt jetzt wo? Im Durchschnitt. Wann liegt da was im Durchschnitt? Braucht man nur abschreiben. Also ich schreibe da jetzt ab. Was ist der Durchschnitt? Da schreiben wir ab. Jetzt abschreiben erlaubt. Dann muss was gelten. Ja, und von oben abgeschrieben, für alle J aus J ist A in FJ. Weil alle Mengen, die da drin sind, haben genau diese Eigenschaft, oder? Das ist der Schnitt. So, was gilt dann aber erst recht? Ja, die sind alle Sigma-Algebren. Was heißt, welche Eigenschaft haben sie schon? Die Komplementstabilität. Das heißt, wir folgern für alle J aus J. Gilt dann, dass auch das Komplement in FJ ist. Wenn aber dieses Komplement in jedem FJ ist, wo ist es dann drin? Im Schnitt. Okay, ihr wirkt schon fast gelangweilt. Also A-Komplement ist auch dann natürlich im Schnitt über die FJ. Und das ist das F. Haken dahinter, hurra geschafft. Gut, was glaubt, wie wird man jetzt Sigma 3 zeigen, die Sigma-Vereinigungsstabilität? Genau gleich. Also, wieder ist der Plan. Wir schreiben uns hin, was zu zeigen ist. Es schadet nie, sich hinzuschreiben, was zu zeigen ist. Wir müssen uns eine beliebige Folge nehmen von Elementen in F. Und dann müssen wir eben zeigen, dass auch die Vereinigung über alle diese A1s wieder in F liegt. Das heißt Sigma-Vereinigungsstabil, oder? Das ist diese Eigenschaft. Da, wie gehen wir vor? Ja, wenn zu zeigen ist, dass für alle irgendwas was gilt, dann nimmt man sich das. Man fixiert so eines. Das ist zwar fixiert, aber beliebig. Was wissen wir dann wieder? Ja, was wir jetzt wieder wissen ist, es gelten hier zwei Dinge sogar. Jedes dieser A1s für jedes N liegt in F. Also dann haben wir jetzt zwei Dinge. Gleich mal für alle N aus N gilt, dass das AN in F liegt. Und wenn ich es da richtig hinschreibe, stimmt es auch so. Also das muss eine Folge in F sein. Bitte oben noch ein hoch N ergänzen. Und das ist klar, weil das heißt genau, dass es eine Folge mit Werten dort drin ist, oder? Also alle A1s liegen in F. Aber das hat schon einen Sinn, sich das so hinzuschreiben, würde ich behaupten. Weil wenn AN in F liegt, dann liegt es insbesondere wo? In jedem einzelnen der FJs. Weil das ist ja der Schnitt. Das heißt, für jedes N aus N und für jedes J aus J gilt, dass das AN in FJ liegt. Stimmt so? Gut, was können wir jetzt machen? Was wollen wir zeigen? Ja, wir wollen zeigen, dass die Vereinigung über die A1s in F liegt. Aber das, was wir jetzt machen können, ist, diese beiden Quantoren vertauschen. Ihr wisst, alle Quantoren könnt ihr immer vertauschen, wie ihr lustig seid. Und was können wir machen? Na, wenn für alle N das AN in FJ liegt, was liegt denn dann auch drin? Was kann ich da machen? Alle A1s sind in FJ. J ist jetzt fest. Dann kann ich was bilden? Die Vereinigung und weiß noch immer, dass die A1s so zusammenvereinigt in FJ sind. Und was habe ich verwendet? Bei festen J hier habe ich hier Sigma 3, die Sigma-Vereinigungsstabilität für FJ verwendet. Und FJ wissen wir ja, also Sigma-Algebra hat diese Eigenschaft. Und warum sind wir jetzt wieder fertig? Ja, weil jetzt steht da, diese Menge ist in jedem FJ. Was aber heißt, diese Menge liegt in dem Schnitt. Also, daraus folgt, die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die A1 liegt in F im Schnitt. Und Haken dahinter, fertig, haben wir es geschafft. Das heißt, was muss man sich nur vergegenwärtigen? Man muss sich vergegenwärtigen, was der Schnitt da heißt, dass jeder einzelne Faktor in diesem Schnitt selbst schon ein Sigma-Algebra ist, immer diese Eigenschaft verwenden, wieder zusammenstöpseln, dann steht es eh da. Also wenn ihr die drei Eigenschaften verinnerlicht habt und die Definition des Schnitts, dann schreibt sich das ja direkt runter eigentlich, gell?
Also das wäre irgendwie so das Ziel. Das soll auch ganz natürlich vorkommen. Mir ist schon klar, wenn man euch das erste Mal damit bewirft, dann ist die Natürlichkeit ja, vielleicht noch nicht ganz gegeben. Aber das wird schon. Gut, was macht man jetzt mit sowas? Ziemlich abstraktes Resultat. Frage? Was war da jetzt dann die Begründung für die letzte Implikation? Die letzte Implikation? Das da ist einfach nur irgendeine Menge. Das ist eine Teilmenge von Omega. Und für diese Teilmenge gilt, dass sie in jedem FJ liegt. Also liegt sie im Schnitt. Das ist genau die Definition des Schnitts. Einverstanden? Also man darf sich nicht abschrecken lassen, wenn auf einmal da so eine wüste Vereinigung steht, oder? Das ist einfach wieder irgendeine Menge. Also man muss dann immer wieder herunterbrechen und sich sozusagen von den Symbolen jetzt irgendwie nicht erschlagen lassen. Ja? Gut, also noch einmal, abstraktes Resultat, wenn man jetzt nichts damit macht, ist schön, haben wir ein bisschen drüber geredet, aber die Idee ist, wir wollen ja ganz konkret wohin. Und dort, wo wir jetzt hinkommen wollen, das machen wir jetzt nochmal anhand eines Beispiels, das uns ja die Motivation dafür gibt. Was wir ganz gerne hätten, das wäre jetzt auf R eine Sigma-Algebra, die alle Intervalle AB enthält, oder? Und zwar diese Sigma-Algebra, die in dem Sinne auch noch kleinst sein soll, wird die Borel-Sigma-Algebra sein. Und was heißt das? Wir hätten ganz gerne, dass ein ganzes Mengensystem enthalten ist. Wir hätten gerne, dass die Menge aller Intervalle AB, wobei A kleiner B ist, enthalten ist in dieser Sigma-Algebra. Und bitte beachtet, das hier ist ein Mengensystem. Also das sind Teilmengen von R zu einer Menge zusammengefasst. Also eine Menge von Teilmengen von R. Das sind einfach viele Intervalle in eine Menge geschmissen. Und noch einmal, das, was wir jetzt gerne hätten, ist, wir hätten gerne eine Sigma-Algebra, in der diese Intervalle alle drin sind, aber die diesbezüglich kleinstmöglich ist. Okay. Also noch einmal, D soll drin sein und wir wollen nichts verschenken, weil wir haben nichts zu verschenken. Soll kleinstmöglich sein. Das ist unser Ziel. Ihr könnt es nochmal so interpretieren, euch sagt jemand, ich kann beobachten, ob etwas zwischen A und B liegt. Und dann wollt ihr wissen, was ist sein Informationsstand? Und zwar mindestens sein Informationsstand. Und was müsst ihr suchen? Ihr müsst die kleinste Sigma-Algebra suchen, in der alle diese Intervalle liegen. Ich glaube, es ist klar, warum man das Ding haben will. Aber jetzt ist eben die Frage, wie konstruiert man es? Und das liefert der Satz da. Also, wie konstruiert man die kleinste Sigma-Algebra, die etwas enthält? Das macht man eben genau mit diesem Satz. Man spricht hier von der erzeugten Sigma-Algebra und das ist sozusagen ein Satz plus gleichzeitig eine Definition. Also, erzeugte Sigma-Algebra. Und was haben wir da gegeben? Wir haben jetzt also gegeben unsere Menge Omega, eh klar, und wir haben zudem ein Mengensystem gegeben. Also das soll jetzt sein, G eine Teilmenge der Potenzmenge von Omega. Also nochmal, da müsst ihr euch vorstellen, da schmeißt ihr alles rein, von dem ihr haben wollt, dass es ein Ereignis wird. Zum Beispiel so wie da, da schmeiße ich alle Intervalle rein, weil ich will, dass alle Intervalle Ereignisse werden. Und jetzt suche ich die kleinste Sigma-Algebra, die dieses Mengensystem enthält. Und der gibt man diesen Namen. Da schreibt man Sigma von G. Also, was soll das werden? Definition. Ja, das definiere ich jetzt als einen Schnitt. Und zwar definiere ich es als Schnitt über alle Sigma-Algebren, also F Sigma-Algebra auf Omega, sodass G in diesem F enthalten ist. Und jetzt bilde ich den Schnitt über diese Sigma-Algebren. Also was mache ich gerade Wüstes? Ich nehme alle Sigma-Algebren, wo das G drin ist. Und dann bilde ich den Schnitt drüber. Was wissen wir jetzt schon? Das sollte wieder eine Sigma-Algebra geben. Hoffentlich, sofern da irgendwas drin ist. Nicht leer darf die Indexmenge sein. Reden wir gleich drüber. Und warum ist es intuitiv jetzt klar, dass das die kleinste Sigma-Algebra ist, die G enthält? Ja, weil wenn ich den Schnitt über alle bild, dann gehe ich so weit wie möglich nach unten, oder? So kriege ich das Kleinste bezüglich der Mengeninklusion. Und man nennt es die erzeugte Sigma-Algebra, also das schreiben wir uns da dazu. Sigma
von G ist die von G erzeugte Sigma-Algebra. Also die von G erzeugte Sigma-Algebra. Und man nennt dann entsprechend G den Erzeuger. Der erzeugt es ja, dann heißt er Erzeuger. Okay. Also könnt ihr euch vorstellen, das ist der Papa der Sigma-Algebra. So irgendwie. Okay. Oder ihr könnt es auch Erzeugerin nennen, nur das ist nicht so üblich. Gut. Also, wir merken uns noch einmal, was wir jetzt hier explizit als Konstruktion angegeben haben, ist, wir geben uns ein Mengensystem vor und wir kriegen die kleinste Sigma-Algebra, in der dieses G drin ist. Und das schreiben wir uns nochmal hin. Das ist also hier auch noch eine Behauptung. Sigma von G ist die kleinste Sigma-Algebra, also kleinste Sigma-Algebra, natürlich auf Omega, die G enthält. Und das ist genau das, was wir ja haben wollen, was wir suchen. Okay, das hier ist zum einen eine Definition, weil hier ein Doppelpunkt steht. Zum anderen sind aber hier ein paar Behauptungen, über die wir gleich sprechen werden. Aber bevor wir das machen, jetzt gleich ein Beispiel dazu. Beispiel. Ja, das Beispiel, was uns interessiert, das ist Omega sind die reellen Zahlen und G ist genau dieses Mengensystem aller offenen Intervalle. Und jetzt kann ich mal hinschreiben, na gut, ich will anschauen, die kleinste Sigma-Algebra, die alle diese offenen Intervalle enthält, also das ganze Mengensystem G. Ja, und was ist es? Ja, dem kann ich einen Namen geben jetzt, weil das Ding gibt es jetzt. Und das nennt man eben die Borel-Sigma-Algebra auf R. Also, das ist die Borel-Sigma-Algebra auf R. Und damit hat man für die ein explizites Konstruktionsverfahren. Jetzt gibt es das Ding. Das ist eine gute Nachricht. Natürlich, zu jeder guten Nachricht gibt es oftmals eine schlechte Nachricht. Könnt ihr explizit angeben, was da alles drin ist? Ihr könnt es probieren, aber ihr werdet nicht Erfolg haben. Das Problem ist, diese Konstruktion, die funktioniert, sage ich jetzt einmal, abstrakt einfach. Man muss einfach nur einen Schnitt bilden. Aber was bei dieser Schnittbildung dort alles reinkommt, das kann unglaublich diffizil sein. Und das ist es hier auch. Im Prinzip kann ich euch Folgendes sagen, das ist ein metamathematischer Satz. Wenn ihr irgendwas da drin angeben möchtet, ihr schreibt also was hin, dann wird es auch da drin sein. Allerdings kann man nur etwas Stand des Wissens konstruieren, was dort nicht drin liegt, also eine Teilmenge von R, die dort nicht drin liegt, keine Borel-Menge ist, wie man sagt, wenn man das Auswahlaxiom akzeptiert, was wir alle akzeptieren, hoffe ich einmal. Also nochmal, der Punkt ist, man kann nur durch ein sehr aufwendiges Konstruktionsverfahren etwas konstruieren, was dort nicht drin liegt. Also nochmal, für die Praxis heißt es, wenn ihr eine Teilmenge der reellen Zahlen hinschreibt, dann müsst ihr euch schon unglaublich Batschert anstellen, dass das dort nicht drin liegt und versehentlich das Auswahlaxiom verwenden tut man selten. Ja? Also, das heißt auf gut Deutsch für die Praxis, dort ist alles drin, mit dem wir so rechnen. Nur das Traurige ist halt, da ist noch ein Haufen trotzdem drin, mit dem wir nicht so rechnen, nicht Borel messbare Mengen, aber das ist halt ein maßtheoretisches, komplizierteres Problem, aber keines, was uns jetzt in der Praxis total tangiert. Gell? Also, noch einmal, alles Praktische ist dort drin, trotzdem auf die ganzen Teilmengen von reellen Zahlen fehlt noch unglaublich viel. Das ist halt leider so. Und das noch einmal liegt daran, dass einfach dieses Konstrukt hier nicht ganz einfach ist. Das schaut vielleicht jetzt simpel aus, aber macht hier also ganz, ganz viel abgespacete Sachen, könnte man sagen. Gut, das war jetzt so ein bisschen dahergeplaudert. Gute Nachricht, wir haben die Borel-Sigma-Algebra. Und noch bessere Nachricht ist, wir können diesen Satz auch beweisen. Alles, was wir machen müssen, ist, wir müssen das in genau dieses Framework da drüben reinkriegen, oder? Also das Erste, was wir mal verstehen sollten, was ist denn hier die Indexmenge? Ja, darunter steht, ich muss mal alle Fs nehmen, die Sigma-Algebren auf Omega sind und die G enthalten. Ja, dem kann ich einen Namen geben, dann mache ich daraus einfach eine Indexmenge. Ich nehme also noch einmal alle Fs, die Sigma-Algebren auf Omega sind und für die gilt, dass sie G enthalten. Und das definiere ich jetzt als dieses JG. Und dann kann ich den Schnitt, der da drüben steht,
also Sigma G, auch schreiben als, da wird also jedes F aus JG genommen und der Schnitt über diese S gebildet. Da steht jetzt immer nur dasselbe da, gell? Das ist nichts Neues. Nur der Punkt ist, hier steht jetzt explizit eine Indexmenge. So können Sie es auffassen. Und was muss ich jetzt nur zeigen, damit ich den Satz, den wir gerade bewiesen haben, über Schnitte von Sigma-Algebren anwenden kann? Was waren genau die Voraussetzungen? Ja, die muss ich mir merken, sonst ist es immer so. Also wenn ich einen Satz anwenden möchte und die Voraussetzungen nicht prüft, dann ist das wie Schwarzfahren. Macht man nicht. Okay, ich will jetzt keine Diskussion da starten, aber schaut es wieder nicht. Was muss ich noch überprüfen? Oder sagt, das kann ich sowieso anwenden? Eh keine Frage. S sei eine Familie von Sigma-Algebren. Da steht aber F Sigma-Algebra, das heißt, es passt, das sind alle Sigma-Algebren. Aber was steht da unten noch? Das darf nicht die leere Menge sein. Also, bitte, das wäre schon sehr ungeschickt, wenn wir da den Schnitt über was bilden, wo gar nichts drin ist. Das sollte man nicht machen. Aber warum ist dieses JG sicher nicht leer? Was ist denn da auf jeden Fall drin? Wer findet eine Sigma-Algebra, die ganz egal, wie das Omega und wie das G ausschaut, immer dort drin ist? Von was ist ein G immer eine Teilmenge? Links oben auf dieser Tafel. G ist immer eine Teilmenge der Potenzmenge. Und die Potenzmenge ist immer eine Sigma-Algebra. Das heißt, wir haben immer, dass die Potenzmenge hier drin ist. Und die Potenzmenge natürlich enthält immer G. Und damit ist das Ding auf jeden Fall einmal nicht leer. Und das ist schon mal gut. Also, wir haben, dass das JG nicht leer ist. Und damit haben wir jetzt wirklich alle Voraussetzungen dieses Satzes erfüllt, oder? Also, jetzt können wir den Satz da anwenden über Schnitte von Sigma-Algebren. Und damit können wir jetzt folgern, dieses Sigma von G, was ja eben gerade dieser Schnitt ist, ist Sigma-Algebra. Und damit haben wir es erledigt. Das war also wirklich nicht viel zu tun. Jetzt müssen wir uns noch einen weiteren Teil hier anschauen. Da steht jetzt immer noch die Behauptung, also die oben haben wir erledigt. Die Behauptung ist hier, das ist die kleinste Sigma-Algebra auf Omega, die G enthält. Warum? Schreiben wir uns das nochmal ein bisschen genauer hin. Wenn F Schlange jetzt irgendeine Sigma-Algebra auf Omega ist, mit der Eigenschaft, dass G dort drin enthalten ist, was können wir schließen? Und zwar in Bezug auf den Schnitt. Wo liegt denn das F Schlange jetzt sicher drin? Da oben steht eine Indexmenge, JG. Und JG enthält alle Sigma-Algebren mit genau der Eigenschaft. So, und jetzt vergleichen wir den Schnitt von allen Fs aus JG über F mit diesem F-Schlange. Wie müssen die sich jetzt zueinander verhalten? Warum ist das immer so? Na, wenn ihr eine Menge mit anderen schneidet, dann ist dieser Schnitt immer eine Teilmenge der Menge. Ist nicht überraschend, oder? Und nochmal, der Punkt ist, für irgendein F dort drin in dem JG ist es genau das F-Schlange. Steht ja da. F-Schlange ist ja aus JG. Das heißt, das habt ihr einmal hier im Schnitt drin. Und wenn ihr dann also noch was wegnehmt, das ist also schlimmstenfalls das, was beim Schnitt passiert, dann kann es also maximal kleiner werden, oder? Aber größer nicht. Das muss also eine Teilmenge sein. Also uns ist klar, ich schreibe das ganz salopp hin, wenn ihr habt A und B zwei Mengen und ihr bildet A geschnitten B, dann ist das immer eine Teilmenge von A und immer eine Teilmenge von B, oder? Also immer wenn ihr einen Schnitt bildet, dann liegt der Schnitt in jedem der einzelnen Schnittfaktoren. Das ist eigentlich klar. Aber man muss halt genau in diesem Setting sehen.
Und warum beweist es jetzt da diesen letzten Teil? Weil wir gerade gezeigt haben, jede weitere Sigma-Algebra enthält die, die wir jetzt da konstruiert haben. Und das heißt aber, die ist die kleinste. Das heißt, die kleinste zu sein bezüglich der Mengeninklusion ist in allen anderen mit dieser Eigenschaft enthalten. Also das zeigt jetzt, dass dieses Sigma von G, dieser Schnitt, wirklich die kleinste Sigma-Algebra ist. Also kleinste Sigma-Algebra, die G enthält. Weil noch einmal, alle anderen sind Obermengen. Gut, und vielleicht noch S dazu, dann passt. Okay, das heißt, was wir jetzt wirklich abgeschlossen haben, ist dieses Konstruktionsverfahren. Und jetzt haben wir also wirklich zu jeder Sigma-Algebra die kleinste. Und das muss man sagen, führt uns jetzt schon auf hier einen recht wichtigen Begriff, den ihr natürlich in der Schule nie so besprechen werdet. Aber trotzdem implizit findet der sich sogar im Kompetenzkatalog, wenn ihr mal daher schaut. Also bitte, das, was sie im Kompetenzkatalog euch damit sagen wollen, ist nicht, dass ihr in der Schule über Sigma-Algebren reden sollt, aber dass es prinzipiell ein wichtiges Konzept ist. Was ihr da seht, ist, zunächst wird hier geschrieben, auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, Begriffe, bla 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 und so weiter beschränken. Wichtig hingegen erscheint Wahrscheinlichkeit als eine vom jeweiligen Informationsstand abhängige Modellierung und Quantifizierung des Zufalls und so weiter und so fort zu verstehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, vom jeweiligen Informationsstand abhängig. Man muss sagen, was sind die Ereignisse? Und man muss wirklich sagen, was ist eben der Informationsstand, den eine Person mindestens haben kann, der in der Aufgabenstellung mindestens gegeben ist, oder? Was kann ich beobachten, was kann ich unter Umständen nicht beobachten? Und das sind eigentlich ganz, ganz wichtige Ideen und Begrifflichkeiten. Wir natürlich verstehen die jetzt wesentlich tiefer, als das hier gemeint ist, gell? Aber trotzdem glaube ich, ist gut, wenn wir dorthin kommen. Okay, also ich würde sagen, da haben wir jetzt schon einiges geschafft. Und das nächste, was wir jetzt schaffen, ist, dass ihr euch einen Satz hinschreibt. Und zwar, dass wir jetzt damit wahnsinnig viel gewonnen haben. Wir schauen uns jetzt ganz viele Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra an. Also Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra auf R. Und da schreibe ich euch jetzt einen Haufen Mengensysteme hin. Also das erste Mengensystem soll sein die Menge aller offenen Mengen. Also wir nehmen alle Teilmengen der reellen Zahlen, die offen sind. Und damit ihr nicht so lange auf die Aussage warten müsst, verbalisiere ich sie schon. Das ist ein Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra. Das heißt, wenn ihr die kleinste Sigma-Algebra haben wollt, die alle offenen Mengen enthält, dann kriegt ihr die Borel-Sigma-Algebra. Was heißt das für uns umgekehrt? Alle offenen Mengen sind dort drin. Das ist wunderbar. Ja? Da hat man also dann schon viel gewonnen. Also alle offenen Mengen sind schon drin und das ist schon ein Haufen. Ja, jetzt könnt ihr euch auch denken, was noch alles drin ist. Alle abgeschlossenen Mengen sind auch drin und das kann man sich schon denken, weil Komplemente wieder drin sind. Also, alle abgeschlossenen Mengen sind auch drin. Gut, jetzt gibt es aber noch mehr. Man kann sich ja auch ziemlich reduzieren. Wir haben schon gesehen, wie wir sogar die Borel-Sigma-Algebra eingeführt haben. Da haben wir diesen Erzeuger genommen. Oder? Den haben wir genommen. Das ist natürlich dann auch ein Erzeuger, wenn wir genau so die Borel-Sigma-Algebra erzeugt haben. Aber nochmal, der Punkt ist, es ist egal, ob ihr den da nehmt, den da nehmt, den da nehmt. Oder, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch den nehmen. Also die Menge aller abgeschlossenen Intervalle. Also a kleiner b. Ihr könnt es aber auch nehmen, wenn ihr Lust habt, die Menge aller halboffenen Intervalle. Also a, b und sagen wir mal rechts abgeschlossen. Ihr könnt es auch links abschließen, ganz wurscht. Dann könnt ihr noch nehmen, aha, sehr gut durchgezählt. 4, 5, so, und Nummer 6. Was könnt ihr noch nehmen? Ja, ihr könnt auch unbeschränkte Intervalle nehmen, zum Beispiel minus unendlich bis zu irgendeiner Zahl x, x dabei. Und x eine beliebige reelle Zahl. Auch das geht. Also die Aussage ist jetzt, das sind alles Erzeuger und man könnte noch viele, viele mehr hinschreiben. Also Aussage ist, was gilt? Für jedes dieser Mengensysteme, also i von 1 bis 6, gilt,
dass diese die Borel-Sigma-Algebra erzeugen. Und umgekehrt könnt ihr euch jetzt das auch so vorstellen, für uns bedeutet das, dass alle diese Intervalle zum Beispiel, die hier angegeben sind, und alle offenen und abgeschlossenen Mengen in der Borel-Sigma-Algebra liegen. Also insbesondere auch, aber das ist eine kleine Folgerung, insbesondere, ja, wenn das Erzeuger sind, dann liegen die alle drin. Das heißt also, für alle i, die hier genannt sind, gilt, dass gi eine Teilmenge der Borel-Sigma-Algebra ist. Und noch einmal, das heißt, alle offenen Mengen, abgeschlossenen Mengen, alle Intervalle, die ihr irgendwie hinschreiben könnt, sind dort drin. Und ich habe euch schon im metamathematischen Satz gesagt, alles, was ihr irgendwie nur hinschreiben könnt, ist dort drin. Das heißt zwar nicht, dass es alles ein Erzeuger ist, das sind speziell solche, aber de facto in der Borel-Sigma-Algebra ist alles, was man praktisch hinschreiben kann. Und wie gesagt, nicht versehentlich das Auswahlaxiom verwenden, dann wird es insofern nie Probleme machen. So, die Frage... Ihr habt in der Analysis 1 sicher über offen und abgeschlossen geredet, oder? Aha. Okay, also wann ist eine Teilmenge der reellen Zahlen offen? Dann definieren wir das halt. Wenn was gilt? Ja, was ist denn das Paradebeispiel einer offenen Menge? Ein offenes Intervall. Und was macht das Ding offen? Ja, dass ich zu jedem Punkt in diesem Intervall ein um diesen Punkt zentriertes Intervall nehmen kann, was noch ganz drin liegt. Das geht bei abgeschlossenen Mengen nicht, weil, also unter Umständen nicht, zum Beispiel bei dieser abgeschlossenen Menge könnt ihr den Punkt da nehmen und da kriege ich kein ganzes Intervall mehr rein in diese Menge. Also offen heißt, dass zu jedem Punkt noch ein um den Punkt symmetrisches Intervall, ein offenes, ganz drin liegt. Jetzt schreiben wir es genau hin. Das heißt, zu jedem Punkt x in dieser Menge, also das wäre jetzt hier der Punkt x, gibt es einen Radius r größer 0, sodass x minus Epsilon bis x plus Epsilon, dieses offene Intervall, noch ganz in der Menge drin liegt. Das heißt offen. Oder man kann auch so sagen, da ist eine Umgebung des Punktes noch ganz drin, oder es sind Umgebung der Punkte. X minus Epsilon, R heißt es. Entschuldigung, ich habe den Radius jetzt R genannt. Das heißt also, dieser linke Punkt hier, das wäre das x minus Epsilon und der rechte Punkt x plus Epsilon. Also das ganze Intervall ist da noch drin. Das heißt offen. Und ich sage immer so, offen heißt, dass ihr euch in jedem Punkt von beiden Seiten nähern könnt. Bei abgeschlossen geht es bei Randpunkten eben nicht, oder? Das sehen wir genau da. Da ist das Problem, hier kann ich nicht von rechts kommen. Nicht? Rechts ist also da nur mehr der Punkt und dann fliege ich aus der Menge raus. Okay, was ist abgeschlossen? Eine Menge ist abgeschlossen, wenn ihr Komplement offen ist. Also A Teilmenge R nennt sich abgeschlossen, genau dann, wenn A Komplement, also R ohne A, offen ist. Manche sagen an der Stelle, ah ja, klar. Das heißt also, jede Menge, die nicht offen ist, ist abgeschlossen. Stimmt das? Was ist die Menge? Ein halboffenes Intervall ist, ja eben halb offen. Es ist weder offen, noch ist es abgeschlossen. Ich sehe da rechts, habe ich sozusagen einen Randpunkt, kann von rechts nicht mehr kommen, kriege kein ganzes Intervall rein. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich das Komplement bilde, dann kriege ich aber hier wieder einen Randpunkt. Man sieht also, es gibt Mengen, die weder noch sind. Also bitte nicht alles, was nicht offen ist, ist abgeschlossen oder umgekehrt oder sowas. Also das darf man hier nicht verwechseln. Und das sind diese Begriffe. Ich sage mal so, die Menge aller offenen Mengen, das ist auch schon ein ziemlich wüstes Ding, gell? Also da sind schon echt viele mühsame Mengen drin, aber die Paradebeispiele, die man sich vorstellen sollte, sind natürlich dann immer offene Intervalle. Und die Wahrheit ist, mit denen kann man die auch alle sehr gut zusammenbasteln. Also wenn man die Vorstellung hat, dass offene Mengen Vereinigungen von solchen Intervallen sind, dann hat man die richtige Vorstellung, weil das liefert das auch wirklich alles.
Und bei abgeschlossenen sollte man sich eher vorstellen, dass man das so kriegt als Schnitte von abgeschlossenen Intervallen. Aber im Großen und Ganzen, also wie gesagt, mit Intervallen kommt man an die Vorstellung von offen und abgeschlossen schon sehr gut hin. Also sicher die richtige. Man beantwortet das die Frage, man mehr kann ich jetzt halt mal nicht zu offenen und abgeschlossenen Mengen machen, weil sonst beschäftigen wir uns jetzt gerade mit anderen Dingen, als wir möchten. Gut, Beweis dieses Satzes. Ja, da muss man was tun. Da ist schon was zu tun, aber das sparen wir uns ein bisschen. Also das ist ein Stück weit sehr viel mühsame Konstruktion. Einzelne Dinge gehen sehr schnell, indem ihr einfach verwendet Komplementstabilität, Vereinigungsstabilität, dass ihr Schnitte bilden könnt und so weiter. Wenn ihr also dann so einen Intervalltyp durch einen anderen oder Vereinigungen dessen ausdrücken könnt, dann seid ihr fertig. Das könnt ihr euch vorstellen, oder? Also, man kann zum Beispiel ein Intervall von dieser Form hier ganz gut produzieren als ein Komplement zusammen mit eben einer Vereinigung oder sowas. Die kann man also ganz gut zusammenbasteln. Und dann ist irgendwie klar, dass ich dasselbe bekomme. Also wenn ich jetzt nur Komplemente und Vereinigungen nehme, oder Schnitte könnt ihr natürlich auch dazu nehmen, also die zum Beispiel sogar nur endlich sind, dann ist ganz klar, dass dasselbe rauskommen muss. Weil unter diesen beiden Operationen eine Sigma-Algebra ja immer abgeschlossen ist. Probiert das vielleicht einmal aus für dieses G6. Das schadet nichts. Also, mein Vorschlag ist, zeigt G6 ist auch ein Erzeuger der Borel-Sigma-Algebra und wir nehmen an, dass die Definition, die wir haben, der Borel-Sigma-Algebra ist, als von G3 erzeugt. Okay? Probiert einmal, warum ist G6 auch ein Erzeuger? Das ist also sicher eine ganz gute Sache, wenn ihr das übt. Und bitte diese beiden hier, also von den offenen Mengen und von den abgeschlossenen, von diesen Mengensystemen erzeugt, das ist halt ein bisschen mehr mit Arbeit verbunden. Aber sehr dramatisch ist es eigentlich auch nicht. Aber sparen wir uns an der Stelle. Also ihr wollt es unbedingt machen. Habe ich erwartet. Okay, jetzt zeige ich euch ein kleines Beispiel. Und zwar habt ihr, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt den Eindruck, dass dieses Konzept, die kleinste Sigma-Algebra zu erzeugen, eben eins ist, was in unserem Alltag eigentlich nie vorkommt. Aber ich bin da eben ein bisschen anderer Meinung. Also schaut euch zum Beispiel mal dieses Beispiel an. Also, was ist hier gegeben? Wir stellen uns Folgendes vor. An irgendeinem Ort werden an 4 aufeinanderfolgenden Tagen, die sind fixiert, die Tage, wird geschaut, regnet es, scheint die Sonne oder ist es windstill? Und oder heißt, es werden alle 3 Sachen angeschaut. Also 4 Tage und es wird geschaut, Sonne, Regen, Wind. Und die Idee ist, das wird theoretisch angeschaut. Ob jemand das jetzt wirklich beobachten kann oder nicht, also man stellt sich vor, ob die Person vor Ort ist oder nur auf Messdaten zurückgreifen kann und so weiter und so fort. Das ist eben ein anderes Thema. Und sagen wir mal, irgendeine Person kann zumindest Folgendes sagen. Sie kann beobachten, ob es an keinen dieser Tage regnet. Das sind die Aufzeichnungen, die die Person eben zur Verfügung hat. Sowie sie kann auch beobachten, ob es an mindestens einem Tag gleichzeitig windstill ist und die Sonne scheint. Das sind jetzt also, stellen wir uns vor, 2 beobachtbare Mengen, also was heißt, 2 Ereignisse sagt uns die Person. Und jetzt würde ich gerne wissen, was ist der Informationsstand, der minimale Informationsstand der Person? Und was habt ihr zu tun? Ihr müsst einmal das Zufallsexperiment mit einem messbaren Raum modellieren. Also was braucht ihr? Ihr braucht zunächst die Ergebnismenge, also was sind alle möglichen Ausgänge? Und das ist nochmal 4 Tage, an jedem Tag 3 mögliche Ausgänge. Müsst ihr euch überlegen, wie könnt ihr das modellieren? Und der nächste Schritt ist, ich formuliere dann diese beiden Dinge, die die Person weiß, die sie als beobachtbar angibt, als Teilmengen der Ergebnismenge. Und sage dann, das sollen Ereignisse werden und dann suche ich die kleinste Sigma-Algebra, die diese beiden Ereignisse enthält.
Also, wenn ihr das hinschreiben könnt, dann glaube ich, habt ihr schon ganz gut verstanden, was Erzeugen einer Sigma-Algebra für die Anschauung bedeutet. Also, was ist für die Person alles beobachtbar? Und das würde ich vorschlagen, probiert es einfach mal selber aus. Das kriegt ihr schon hin. Einverstanden? Gut. Was ist nach der Pause das Programm? Wie sind wir überhaupt auf die Borel-Sigma-Algebra jetzt gekommen? Wenn die mal gesagt haben, wir hätten ganz gerne, dass gewisse Urbilder wieder Ereignisse liefern, oder? Das war irgendwie der Plan. Und wir wollen jetzt die Struktur eben ein bisschen genauer verstehen und unser Ziel wird folgendes sein. Also, wir interessieren uns immer noch für solche Urbilder und was mit denen passiert. Und was wir jetzt zeigen werden ist, wenn x eine Zufallsvariable ist, nach der Definition, die wir gegeben haben, dann heißt es ja, für alle a kleiner b ist also a kleiner x kleiner b in F, also beobachtbar. Und unser Ziel ist jetzt, dass wir zeigen, bitte Ziel, gell, da wollen wir hinkommen, dass das gleichbedeutend ist damit, dass wir sagen, für jedes b aus der Borel-Sigma-Algebra aus R muss gelten, x hoch minus 1 von b ist in F. Und das könnt ihr auch schreiben, wenn ihr wollt, als die Menge x in b. Das ist unser Ziel. Und warum ist das ein vielleicht nicht ganz uninteressantes Ziel? Ja, wir haben gerade vorhin schon beschlossen, dort ist wahnsinnig viel drin. Da sind alle Intervalle, die wir hinschreiben können, drin. Vereinigungen von Intervalle, wenn sie nicht allzu wüst ausschauen und so weiter und so fort. Also dort ist im Prinzip wirklich alles drin, mit dem wir arbeiten wollen. Und die Behauptung ist jetzt, wenn wir nur verlangen, dass das hier Ereignisse sind, dass es auszuspricht, dann ist es so, dass bereits alle Mengen dieser Form auch Ereignisse sind. Das heißt, unsere sehr einfache Bedingung, die wir zuerst gehabt haben, x soll in einem gewissen Bereich liegen, das soll ein Ereignis sein, führt bereits dazu, dass de facto alles, für das wir uns interessieren, ein Ereignis wird. Und das wollen wir eben zeigen. Und machen wir nochmal ein Beispiel. Stellt euch wieder vor, x wäre die Körpergröße. Dann könnt ihr also sofort sagen, dadurch, dass, wenn ihr die Menge b nehmt, minus unendlich bis, keine Ahnung, x zum Beispiel, x eine reelle Zahl, dadurch, dass ihr wisst, dieses b ist in der Borel-Sigma-Algebra, das ist eine Borel-Menge, könnt ihr was jetzt sofort sagen? Na, x kleiner klein x, was nichts anderes ist als jetzt eben das Urbild von minus unendlich bis x, kleiner gleich wollte ich schreiben, das ist sicher beobachtbar. Und das heißt auf gut Deutsch, ihr könnt es euch überlegen, ist eine Person kleiner gleich als x Zentimeter, also zum Beispiel 170 Zentimeter. Das sind alles wieder Ereignisse. Und so soll es sein, da ist die Welt dann in Ordnung, oder? Also ich kann wirklich nicht nur schauen, ob was in so einem gewissen Bereich liegt, wobei ich die Randpunkte weggeschnitten habe, sondern ich kann auch schauen, ob es kleiner gleich einer Zahl ist, größer gleich einer Zahl ist, kleiner der anderen, größer gleich der wieder einer anderen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sozusagen alles zusammenstöpseln, Aussagen bilden, wie man möchte und es bleiben also dann immer Ereignisse. Und das wird also das Ziel sein nach der Pause und das wird nach dieser Uhr sein um 19 nach. Okay, wir setzen fort. Also um was es uns jetzt geht ist, dass wir eben ein bisschen genauer die Struktur von Urbildern unter Zufallsvariablen verstehen wollen. Und nochmal, das Ziel wird sein, dass wir erkennen, dass mindestens alle Urbilder, die dort eben wieder beobachtbar sind, einfach die sind, die wir erhalten, wenn wir Borel-Mengen nehmen. Ja, das ist also irgendwie so das Ziel. Dass das die richtige Struktur ist, unter dieser Minimalforderung, dass solche Dinge beobachtbar sein sollen, die wir also hier erhalten. Und dazu brauchen wir allerdings jetzt ein bisschen Vorbereitung, um dieses Ziel hier eben zu verfolgen. Und das erste ist einmal, dass wir zeigen werden, der Sigma-Operator ist inklusionserhaltend. Das klingt hart, gell? Sigma-Operator ist inklusionserhaltend, ist aber nicht schwierig. Das klingt nur schlimm. Und was ist der Sigma-Operator? Haben wir den heute schon kennengelernt? Ja, das ist der, der was erzeugt. Sigma von Mengensystem. Also, der die kleinste Sigma-Algebra erzeugt, die was enthält. Und was heißt das jetzt, dass das inklusionserhaltend ist? Wir haben also
vorgegeben, eh ganz klar, eine Menge. Dann haben wir jetzt zwei Mengensysteme, G1 und G2. Und ihr könnt es euch vorstellen, also man hat eben zweimal zusammengefasst alles, was man mindestens als Ereignis haben möchte. Und jetzt soll Folgendes gelten. G1 soll eine Teilmenge von G2 sein. Und jetzt kommt die Aussage, dies impliziert, dass die erzeugte Sigma-Algebra, und zwar die kleinste, die G1 enthält, dann eine Teilmenge von der kleinsten Sigma-Algebra ist, die G2 enthält. Und warum heißt es jetzt, dass Sigma inklusionserhaltend ist? Ja, weil da steht der Inklusion, und zwar Teilmengenrelation, da steht eine, und da haben wir auf beiden Seiten den Sigma-Operator angewandt. Und das heißt, das Sigma ist inklusionserhaltend. Wenn also die Erzeuger eine Teilmenge sind, dann auch die erzeugten Sigma-Algebren. Ist das sehr überraschend? Eigentlich nicht, oder? Also, wenn alle Ereignisse, alle beobachtbaren Dinge da drin sind und, also sozusagen die da drin sind, dann sollte natürlich der Informationsstand hier auch, wenn ihr so wollt, kleiner gleich als der da sein. Das ist intuitiv ganz klar. Also wenn jemand sagt, er kann weniger beobachten als jemand anderer, dann sollte natürlich auch für den minimalen Informationsstand dieser Relation erhalten bleiben. Wenn jemand mehr beobachten kann, dann hat er mehr Information. Und zumindest also im Sinne dieser Mengeninklusion stimmt das. Gut, wie rechnen wir das nach? Der Beweis ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir müssen uns überlegen, was Sigma G1 und Sigma G2 heißt. Also die Annahme ist jetzt wirklich, es gilt diese Teilmengenrelation für G1 und G2, also G1 Teilmenge G2. Und dann schreiben wir uns nochmal genau hin, ja, was müssen wir überhaupt anschauen? Wir müssen jetzt also alle Sigma-Algebren anschauen. Die bezeichnen wir wieder mit F, also F Sigma-Algebren auf Omega, eh klar, mit der Eigenschaft, dass sie G1 enthalten. Auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt alle Sigma-Algebren anschauen, die G2 enthalten. Also das sind alle Fs, die Sigma-Algebren sind, immer noch auf derselben Menge, eh klar, die G2 enthalten. Wie stehen denn diese beiden Mengen zueinander? Wie stehen die zueinander? G1 ist eine Teilmenge von G2, oder? Das heißt also, was gilt? Wie bitte? Ja, okay. Welche Richtung? G1 ist Teilmenge G2, das passt. Aber mit dem J davor? Also denkt man nochmal nach. Hier drin sind Sigma-Algebren, die G1 enthalten. Okay? Da drin sind Sigma-Algebren, die G2 enthalten. Aber die, die G2 enthalten, enthalten erst recht G1. Das bedeutet, welche Mengenrelation muss es da drüben sein? Also fassen wir nochmal zusammen. Alle, die G2 enthalten, enthalten auch G1. Aber nur weil G1 enthalten ist, muss noch lange nicht G2 enthalten sein, oder? Also, was muss ich da drüben hinmalen? Alle Sigma-Algebren, die G2 enthalten, enthalten auch G1. Also gilt das da. Alles, was da drin ist, ist auch da drin. Umgekehrt im Allgemeinen nicht. Also ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen lästig denken. Hilft manchmal nichts. Okay, gut, was sagt uns das jetzt aber, wenn wir jetzt Schnitte bilden? Was wir ja jetzt bilden müssen, ist der Schnitt über, und da schreiben wir uns nochmal hin, alle Fs aus JG1. Auf der anderen Seite müssen wir hier bilden den Schnitt über alle Fs aus JG2, weil das wäre das Sigma von G2. So sind die beiden Sigma-Algebren hier definiert. Und ich habe wieder Platz gelassen. Da, was ist in was enthalten? Vorschläge. Was kann ich jetzt hier sagen?
Also wie würdet ihr jetzt argumentieren? Ich meine, es ist klar, was rauskommen soll. Aber wie argumentiert man jetzt? Richtig, das heißt, ich nehme mehr heraus, muss ich mir vorstellen. Also nochmal, die Argumentation Ihres Kollegen war da also, die Indexmenge ist größer bezüglich der Mengeninklusion. Was heißt, wenn ich den Schnitt aber jetzt hier bilde, dann bilde ich den Schnitt gedanklich über mehr Mengen. Und wenn ich einen Schnitt über mehr bilde, dann wird es unter Umständen weniger. Das heißt, hier dreht sich eben die Inklusion gerade um. Der Schnitt dreht die Inklusion um. Ich glaube, das ist nicht überraschend. Und damit ist es gezeigt. Fertig. Aber man muss sich halt schon genau überlegen, was ist wo drin und wie und was macht der Schnitt. Das muss ich wissen. Und damit haben wir das also gezeigt. Also es gilt, Sigma G1 ist eine Teilmenge von Sigma G2, sofern das entsprechend für die Erzeuger gilt. Und das ist jetzt schon mal ein wichtiges Resultat, weil das heißt, wenn wir irgendwelche Relationen für die Erzeuger haben, gilt das immer noch für die Sigma-Algebren, also für die Ereignisräume. Frage? Ja, das wäre vielleicht auch noch ganz geschickt. Ja, danke. Upsi. So, das war ein bisschen zu viel weggelassen. Dankeschön, ja. Habe ich da noch übersehen. Passt. Jetzt haben wir also mal diese kleine Vorbereitung abgeschlossen. Also, schwupp, schwupp, Vorbereitung. Und das, was wir jetzt machen, damit wir uns für später nichts verbauen, ist, dass wir ein kleines Lemma formulieren. Und zwar das relativ hier allgemein. Die erzeugte Sigma-Algebra, und zwar genauer, Entschuldigung, erzeugte Sigma-Algebra von, machen wir es so, Zufallsvariablen. Wir haben schon eine erzeugte Sigma-Algebra kennengelernt, aber es gibt noch was direkt was mit der Abbildung, die wir betrachten, zu tun hat. Und ich mal dazu mal was hin. Was wir gegeben haben, sind jetzt ein Definitionsbereich und ein Bildbereich. Also Omega D und Omega B sind einfach zwei Mengen. Und jetzt ist die Idee, auf dem Bildbereich habe ich eine Sigma-Algebra. Also Sigma-Algebra auf Omega B. Und zwischen diesen beiden Mengen gibt es eine Abbildung. Also X geht von Omega D nach Omega B. D steht für Definitionsbereich, B für Bildbereich. Und die Vorstellung ist, das hier ist Omega D, der Definitionsbereich. Da stellen wir uns irgendwie vor, Omega B, der Bildbereich. Und dazwischen, da fliegt das X hin und her. Gut. Jetzt haben wir schon mal die Information, was Ereignisse im Bildbereich sind. Warum haben wir die Information? Na, weil im Bildbereich gibt es einen Ereignisraum. Also im Bildbereich hat man festgelegt, was alles beobachtbar ist. Und zum Beispiel kann es sein, diese Menge B hier, also B-Element FB, die ist beobachtbar. Und was interessiert mich jetzt? Na, wie ist denn das entstanden? Ein Beispiel. Ihr habt also B ist Körpergröße zwischen 170 und 190 Zentimetern. Und ihr habt eine Abbildung, die Personen auf die Körpergröße abbildet. Dann interessiert sie euch natürlich, woher kommt dieses Ereignis im Bildbereich. Das heißt, ihr geht zurück. Schwupp, 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 schwupp. Und mit was gehen wir zurück? Mit x hoch minus 1, und ich betone es immer wieder, das ist nicht die Umkehrfunktion, sondern ihr bildet die Urbildmenge x hoch minus 1 von b. Und warum sind das genau Dinge, die uns interessieren? Naja, weil ich gesagt habe, das interessiert uns. Ziel. Wir wollen genau verstehen, was passiert mit passenden Mengen unter dem Urbild. Und wir wollen wissen, gibt es Wiederereignisse? Ja, und da ist jetzt der Plan. Ja, fassen wir das alles einmal zusammen zu eben entsprechend einer Menge. Schauen wir uns mal an, wenn wir hier mit Ereignissen starten und wieder zurückgehen, was ist die Menge aller dieser Urbilder? Und das definieren wir jetzt einfach. Wir sagen x hoch minus 1 von FB. Und bitte jetzt aufgepasst. Das ist x hoch minus 1 von einem Mengensystem. Das haben wir jetzt noch nicht definiert. Wird jetzt definiert als, und das der Rat jetzt. Also nochmal, die Idee ist, ich will hier mit was Beobachtbaren starten und ich gehe jetzt zurück und schaue, was alles rauskommt. Und das werfe ich wieder in einen Topf. Das bedeutet, ich bilde die Menge
von allen Urbildern x hoch minus 1 b, wobei das b in fb liegt. Also nochmal, der Punkt ist, ihr schaut euch alle Urbilder von Elementen in fb an und schmeißt die wieder in eine Menge. Und das hier ist jetzt die Behauptung, das ist ein Satz, das ist wieder ein Sigma-Algebra. Also x hoch minus 1 fb und manchmal schreibt man auch hier Sigma von x. Das ist wieder eine Sigma-Algebra. Ja, und wo ist das ein Sigma-Algebra? Also wenn man jetzt ein Omega D und ein Omega B hat, dann sollte man schon sagen, wo das, über das man jetzt gerade was behauptet, dass es eine Sigma-Algebra ist. Wo denn? Also ich finde immer, Bildchen helfen mehr als viele Worte. Ja, mit dem x hoch minus 1 gehen wir darüber. Das heißt, das muss ein Sigma-Algebra in Omega D werden, oder? Also Sigma-Algebra auf Omega D. Und das nennt sich also die von x erzeugte Sigma-Algebra. Also die von x, von dieser Funktion, erzeugte Sigma-Algebra. Okay, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Ihr könnt also sozusagen Ereignisse zurück in den Definitionsbereich ziehen und dort bleibt die Struktur von Ereignissen erhalten. Also nochmal, wir starten mit Ereignissen, schieben die mit der Urbildmenge zurück und die Menge dieser Dinge, die da rauskommt, ist wieder ein Ereignisraum. Und mit dem kann man natürlich arbeiten und den kann man verwenden. Gut, beweisen wir das. Also habt ihr dazu mal Fragen? Das ist noch eine kleine Anmerkung, gell? Ihr könnt euch natürlich sofort hier unter Omega B die reellen Zahlen vorstellen. Und natürlich unter FB eben gerade die Borel-Sigma-Algebra. Das wäre hier ein wichtiger Spezialfall, der uns vor allem interessiert, gell? Aber nur, wie gesagt, wir müssen uns ja nichts verbauen, oder? Was wir durchaus sagen können, ist, wir dürfen später auch was anderes hier im Bild zulassen. Jo? In dem Satz hier ist B dann wirklich ein Element. B ist ein Element von FB, ja? In der Abbildung schaut es ja eher so aus, als wäre es eine Menge. Na, ist schon, das ist das Omega B. Ja? Muss man sich vorstellen, wenn es also jetzt hier ein Zufallsexperiment modellieren würde, dann wären das einfach ganz, ganz viele Elementarereignisse. Und das B ist eine Teilmenge von Omega B, also ein Element von FB. Weil die FBs, also FB ist ein Sigma-Algebra und besteht aus Teilmengen von Omega B. Ich weiß, das ist immer tricky. Also, in welchem Level bin ich gerade? Es gibt unten die Elementarereignisse, wirklich die Ausgänge. Das sind die Elemente in Omega B. Und das ist die Menge bestehend aus den allen. Und ein Ereignis ist dann also eine Teilmenge von diesen Ausgängen. Also ein Element in FB, was genau aus solchen Teilmengen eben besteht. Und das Schwierige ist halt immer hier, das ist eine Menge von Mengen. Kann man leider nicht drum herum reden, ist einfach so. Gut, Vorstellung hier gefestigt, soweit mal. Wie können wir uns jetzt entsprechend überlegen, dass das eine Sigma-Algebra ist? Ne? Das ist die Behauptung hier, ist Sigma-Algebra auf Omega D? Wie würdet ihr das zeigen? Beweis. Man weist alle definierenden Eigenschaften nach. Und da starten wir halt jetzt wieder. Und was ist die erste Eigenschaft? Zu zeigen. Was muss ich zeigen? Wie bitte? Das? Ja, dass die ganze Menge drin ist. Und zwar welche ganze Menge? Das Omega D, oder? Also da muss man sich immer vergegenwärtigen, wo ist man denn unterwegs? Und wir wollen jetzt hier zeigen, dass es ein Sigma-Algebra ist. Also mit Omega D müssen wir bewerkstelligen, dass wir zeigen, dass das eben in diesem x hoch minus 1 FB ist. Das müssen wir zeigen. Und wie zeigt man das? Na, man zeigt, indem man zeigt, dass es sich so schreiben lässt. Ich muss jetzt ein B aus FB finden, sodass x hoch minus 1 B gerade Omega D ist. Also, das heißt, finde ein B aus FB mit der Eigenschaft, dass x hoch minus 1 von B Omega D ist. Weil alle, die sich so schreiben lassen, das steht da, die sind dort drin. So ist die Menge definiert. Einverstanden?
Sonst bitte ganz laut schreien. Es gibt mindestens 3 Personen, die nicht ganz überzeugt schauen. Vielleicht schon an Ostern denken und so. Ja. Es gibt mindestens 3 Personen, die mit dem Kopf nicken. Ja. Aber klingt vernünftig. Also nochmal, wann ist was da drin, wenn ich ein B aus FB finden kann, so, dass sich x hoch minus 1 B genau ergibt als das, was ich zeigen will, dass da drin ist. Dann lässt sich so schreiben und damit ist es dort drin. Jo. Aber reicht das, wenn ich auch beliebiges finde? Ich kann auch 20 finden, ist auch okay. Aber muss ich nicht alle finden? Eines reicht ja. Sobald ich gezeigt habe, dass sich es als x hoch minus 1 B schreiben lässt, für irgendein B aus FB, bin ich fertig. Dann ist es dort drin. Ob es jetzt 100.000 Darstellungen hat, ist mir egal. Und das ist ja wirklich so, kann auch sein. Da kann man vieles dazu nehmen, was zum Beispiel nicht getroffen wird von der Abbildung. Das ist dem Urbild ganz egal. Also da gibt es viele Varianten. Aber wichtig ist nur, ich finde eines. Und eines finde ich hier immer. Was denn? Also nochmal, ich finde, versuche zu finden, ein B, so dass x hoch minus 1 B Omega D ist. Das kann ich dann da immer nehmen. Perfekt, die ganze Menge. Also der Vorschlag ist, wir überlegen einmal, was gibt x hoch minus 1 Omega B. Und bitte, Omega B ist immer enthalten in einer Sigma-Algebra auf Omega B. Eh klar, ist ja Sigma-Algebra. Ist ein eigenes Raum, das muss dort drin stecken. Und was ist, noch einmal, Omega B ist der Bildbereich hier. Und die Urbildmenge des Bildbereichs gibt immer den Definitionsbereich. Das sind nämlich alle kleinen Omegas, kann man so hinschreiben. Also, das ist die Zuordnungsvorschrift. In diesem Urbild dann sind alle kleinen Omegas drin, die dort rein abgebildet werden. Aber wenn das eine Abbildung ist, muss natürlich alles aus dem Definitionsbereich in den Bildbereich abgebildet werden. Einverstanden, oder? Also, es ist einfach nur eine Abbildung und deswegen muss Omega D rauskommen. Da kann nicht weniger rauskommen, weil jedes Argument wird auf ein Element des Bildbereichs abgebildet. Ja, und damit haben wir es geschafft. Plups. Damit folgt also, Omega D ist dort drin, weil sich es also in so ein Urbild schreiben lässt. Gut, geschafft. Sigma 2. Was müssen wir zeigen? Also immer hinschreiben, was ist zu zeigen? Irgendwer muss reden, muss nicht immer ich. Was muss ich zeigen? Also für alle A. Ich würde vorschlagen, wir nennen sie B, weil da heißen sie AB. Ist das in Ordnung? Achso, na, Moment, da heißen die B. Ha, ist schlecht, Entschuldigung, wir nennen sie A. Sie haben einen besseren Vorschlag gehabt. Also für alle A aus x hoch minus 1 von FB, richtig, muss auch das Komplement enthalten sein in x hoch minus 1 von FB. Das ist zu zeigen. Okay, wie gehen wir vor? Also irgendwie habt ihr wahrscheinlich jetzt den Eindruck, das haben wir schon 20 Mal heute gemacht. Ja, der Grund ist, weil wir wieder die definierende Eigenschaft zweiter einer Sigma-Algebra nachweisen und Komplementstabilität. So, jetzt starten wir mit einem A aus x hoch minus 1 FB. Was sagt uns denn diese Information, dass A aus dem x hoch minus 1 FB ist? Nix ist keine zulässige Antwort. Das x von A Element aus FB. Schaut nochmal auf die Definition da oben. Was ist alles, was in dem x hoch minus 1 FB drin liegt? Das lässt sich schreiben als ein Urbild. Steht ja da. Das sind alle diese Urbilder. Also was können wir finden? Wähle und es muss gehen. Ihr müsst so eins finden können, ein B aus x hoch minus 1 FB mit welcher Eigenschaft? So, das was gilt? Habt ihr keine Lust mehr? Okay, dann mache ich allein weiter. So. Also, dass sich das A schreiben lässt als x hoch minus 1 von B. Ah, okay, ja, da, das verstehe ich, dann will ich auch nicht mehr weitermachen. So, meine Güte. Jetzt habe ich auch schon Osterhasen im Kopf. Gut, also,
nochmal, der Punkt ist, es lässt sich als Urbild von etwas schreiben in B. In FB, so. Also, A ist ein x hoch minus 1 von B. Und mit der Darstellung kann man jetzt weiterarbeiten. Würde es sich nicht so schreiben lassen, könnte es nicht in x hoch minus 1 FB sein, oder? Das ist der Punkt. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was A-Komplement ist. Ja, A-Komplement ist das Komplement von dem da, was A ist. Also darf ich hinschreiben, das ist x hoch minus 1 von B Komplement. Und da wir aber schon super brav viel geübt haben und deswegen viele tolle Dinge wissen über Urbilder und Komplemente, wissen wir was? Komplement und Urbildmenge darf immer vertauscht werden, wie man gerade Lust hat. Und Lust haben wir gerade so. Das dürfen wir reinschieben. Das haben wir gezeigt, oder? Also es war auf dem ersten Übungsblatt sogar. Gut, warum sind wir jetzt fertig? Das bedeutet, wo liegt das da? Das liegt in FB. Genau, also FB ist ein Sigma-Algebra, damit komplementstabil, B-Komplement liegt drin. Und was haben wir jetzt gezeigt? A-Komplement lässt sich schreiben als ein Urbild von etwas in FB. Und damit ist es aber wo drin? Ja, damit muss es da drin liegen. Weil genau alles, was sich so schreiben lässt, ist ja gerade da drin. Also A-Komplement liegt in x hoch minus 1 von FB. Passt. Und damit haben wir es geschafft. Gut, Sigma 3 geht jetzt ganz analog. Also die Sigma-Vereinigungsstabilität, ganz analog. Mit was müssen wir starten? Was ist zu zeigen? Schreiben wir es uns wieder hin. Wir müssen uns irgendeine beliebige Folge nehmen, mit Werten in x hoch minus 1 von fp und Klammer rum des hoch n, weil dann ist eine Folge. Also, wir nehmen einfach eine Folge von solchen Mengen dort drin. Und hierfür muss gelten, dass dann auch die Vereinigung n gleich 1 bis unendlich über diese a1 wieder dort drin liegt. Also immer das gleiche Spielchen. Das ist einfach das, was zu zeigen ist. Gut, wenn wir das zeigen möchten, und zwar für alle diese A1, dann tun wir natürlich was? Wir schnappen uns so ein A1, genauer eine ganze Folge von denen. Also, was in x hoch minus 1 fb hoch n. Und was können wir denn jetzt da gleich dazu machen? Was wir also da jetzt vorhin schon brav geübt haben, denn wir können zu jedem Element in x hoch minus 1 fb eine Menge in FB finden, sodass es das Urbild ist. Das haben wir hier halt speziell für das A gemacht. Und hier gibt es nicht nur ein A, sondern viele A1s. Das heißt, das machen wir aber für jedes N jetzt. Also, und wir wählen zudem noch BN aus FB mit der Eigenschaft, dass x hoch minus 1 von BN gerade das AN gibt. Und das machen wir in dieser Form. Für jedes n aus n. Was habe ich nochmal gemacht? An ist ein Urbild von etwas. Und dieses von etwas wähle ich jetzt. Das muss es geben, sonst wäre es ja kein Urbild. Da seid ihr alle einverstanden damit. Was ist der nächste Schritt? Jetzt untersuche ich die Vereinigung. Was zu zeigen ist, ist ja gerade, dass diese Vereinigung dort drin liegt. Jetzt starte ich mit dieser Vereinigung. Also, starten wir mit Vereinigung n gleich 1 bis unendlich über die a1. Und immer dann, wenn ich hoffe, eine geschickte Darstellung gefunden zu haben, verwende ich sie auch. Wir setzen jetzt für an x hoch minus 1 bn ein. Vereinigung n gleich 1 bis unendlich x hoch minus 1 bn. Nächster Schritt. Was haben wir wieder gelernt? Vereinigung und Urbild vertauschen und das heißt, das können wir reinziehen. Also ist das x hoch minus 1 der Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die bn's. Warum haben wir gewonnen? FB ist noch immer eine Sigma-Algebra. Alle bn's sind in FB,
Was heißt das für die Schüssel? Ja, dadurch, dass die Indexmenge abzählbar ist, ist das noch immer drin. Also, das liegt immer noch in FB. Weil alle BNs sind in FB, ich habe eine abzählbare Vereinigung, Sigma-Vereinigungsstabilität greift und wir sind wieder drin. Und damit steht wieder da, diese Vereinigung ist das Urbild von etwas in FB. Heißt aber, die Vereinigung von n gleich 1 bis unendlich über die A1 liegt im Urbild von FB, also in dieser erzeugten Sigma-Algebra. Und damit haben wir es geschafft. Passt. Check. Okay. Der langen Beweiserei und doch großer Sinn ist, also Urbilder von Sigma-Algebren liefern wieder Sigma-Algebren. Und das ist ein wichtiges Konzept. Ja, das bleibt also erhalten, auch wenn wir da Abbildungen dazwischen klemmen. Na gut, wenn das entsprechend so ist, dann kann man jetzt aber hier die Begrifflichkeiten noch ein bisschen erweitern. Und das ist der Begriff der messbaren Abbildung. Also messbare Abbildung. Im Speziellen kann man aber einfach sagen, das sind jetzt Zufallsvariablen, wo man nicht nur zwingend die reellen Zahlen zulassen im Bild. Also was wir jetzt hier haben, sind zwei messbare Räume, einmal einen im Definitionsbereich und einmal einen im Bildbereich. Also zwei messbare Räume. Was einfach nur heißt, wir haben zwei Mengen, jeweils mit Sigma-Algebren. Und das, was wir uns dann anschauen können, sind Abbildungen dazwischen von Omega D nach Omega B. Und der Punkt wird jetzt sein, was wir gerne hätten, von dem haben wir jetzt die ganze Zeit schon geredet, ich zeige es jetzt nochmal in dem Bildchen, ist, dass wenn wir hier mit einem Ereignis starten, wenn wir hier was beobachten, dann soll das von was Beobachtbarem kommen. Jetzt haben wir aber sowohl im Bild wie auch im Definitionsbereich festgelegt, was beobachtbar ist. Im Definitionsbereich gibt es diese Sigma-Algebraen, im Bildbereich die da. Das heißt, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns, dass alle Urbilder von Ereignissen wieder Ereignisse sind. Also nochmal, die Forderung, die wir jetzt gleich formal hinschreiben, ist, das Urbild von Ereignissen soll ein Ereignis sein. Das soll das X liefern, oder? Und dann nennt man es eine messbare Abbildung. Also messbare Abbildung oder einfach kurz messbar heißt diese Abbildung genau dann, wenn das, wenn wir uns ein B aus FB schnappen, also irgendein Ereignis im Bild, dass dann auch das Urbild unter X wieder ein Ereignis ist und die Ereignisse im Definitionsbereich, das sind die, die alle in FD liegen. Okay? So kann man das hinschreiben. Also, nochmal in der Skizze heißt es, wenn wir also mit dem X wieder mit dem Urbild zurücklatschen in den Definitionsbereich, dann ist das immer noch ein Ereignis. Und zum Beispiel kann ich dann wieder Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und so weiter und so fort. Das wird unser Ziel dann irgendwann sein. Und deswegen ist dieses Konzept der messbaren Abbildung, das ist sozusagen ein neuer Begriff, hier ein ganz wesentlicher. Jetzt lasst euch nicht abschrecken, dass wir da irgendeinen Definitionsbereich und irgendeinen Bildbereich genommen haben. Für uns das wichtigste Beispiel wird immer sein, wenn wir eine Abbildung haben, die von einem messbaren Raum in die reellen Zahlen mit der Borel-Sigma-Algebra geht. Und sehr häufig schreibt man hier nicht nur den Definitionsbereich hin, sondern auch noch die gewählte Sigma-Algebra dazu. Dann muss man die nicht extra angeben, oder? Und wir werden eben gerade jetzt das dann zeigen, dass Abbildungen, die von so einem messbaren Raum in R mit der Borel-Sigma-Algebra gehen, dass das genau die Zufallsvariablen sind. Das heißt also, wir werden sehen, diese messbaren Abbildungen, sofern die messbar sind, gell? Wenn sie es nicht sind, dann ist das irgendwas. Aber sofern die messbar sind, gibt es genau diese Zufallsvariablen. Und das heißt nochmal auf gut Deutsch, wenn wir uns irgendeine Borel-Menge schnappen, also irgendwas, was hier als Ereignis gilt, dann kommen wir zurück und zwar wieder zu einem Ereignis. Und das ist wichtig. Das heißt, wir bleiben stabil unter Ereignissen, in den Ereignissen immer drin. Da, damit wir jetzt hier noch eine kleine notationelle Erweiterung haben, und zwar in Bezug auf diese erzeugte Sigma-Algebra,
Wie könnte man denn diese Bedingung, die hier steht, noch ein bisschen kompakter hinschreiben? Da jemand einen Vorschlag? Hier steht, es müssen alle Urbilder von Mengen in FB in FD liegen. Die Menge aller Urbilder, wo ich in FB starte, haben wir wie genannt? Die steht da unten, oder? Das ist das da. Stimmt so? Da stehen alle Urbilder drin von Bs aus FB. Das heißt, ich kann das auch kurz schreiben, als es muss gelten, dass x hoch minus 1 von FB, das haben wir auch genannt Sigma von x, also die von x erzeugte Sigma-Algebra, dass die enthalten ist in FD. Das ist ein und dieselbe Bedingung, bloß dass man halt das jetzt nicht elementweise hingeschrieben hat, sondern halt für die beiden Mengensysteme. Und das ist was, was gut interpretierbar ist. Wenn ich die Abbildung x habe, dann in natürlicher Art und Weise nimmt sich die Ereignisse aus dem Bild und schiebt die zurück. Und diese Forderung sagt, dass alles, was hier von x zurückgeschoben wird, ein Ereignis ist. Und genau so wollen wir es haben. Oder? Also noch einmal, alles, was eben sich als Urbild eines Ereignisses schreiben lässt, das sind die alle, soll auch beobachtbar sein. Das ist genau die Bedingung, die wir hier haben. Und das nennt sich also hier Messbarkeit. Ist ein ganz wichtiges Konzept. Das hier ist die sehr abstrakte allgemeine Form. Wir brauchen das vor allem für Zufallsvariablen. Und wie gesagt, da werden wir also immer R mit der Boré-Sigma-Algebra nehmen. Einverstanden? Okay, über was wollen wir jetzt weiterreden? Denn wir wollen immer noch darüber reden, warum diese Bedingung der Messbarkeit äquivalent ist dazu, dass es eine Zufallsvariable ist. Und da müsst ihr jetzt ein bisschen stark sein. Also, der Punkt ist hier, mir ist vollkommen klar, diese Definitionen, auch die Beweise, die wir heute gemacht haben, die sind relativ abstrakt. Brauchst aber keine Sorge haben, wir kommen schon zu den ganz konkreten Beispielen auch wieder zurück. Das ist aber jetzt einmal der harte theoretische Unterbau und der wird jetzt noch ein bisschen härter. Es tut mir leid, aber es geht nicht einfacher. Weil, was wir jetzt brauchen werden, ist folgende Aussage. Die Aussage, dass wenn wir eine Sigma-Algebra erzeugen, ich das immer mit der Urbildbildung vertauschen kann. Genauer kann man zwei Erzeugungen vertauschen und das schreiben wir uns jetzt hin. Was ist gegeben? Es sei G eine Teilmenge der Potenzmenge auf Omega B. Und wir haben eine Abbildung gegeben und diese Abbildung, die heißt x und die geht von Omega D nach Omega B. Dann gilt Folgendes. Und wir haben jetzt zur Verfügung zwei Arten Sigma-Algebren zu bilden durch Erzeugung. Die erste dieser Arten ist, dass ihr die kleinste Sigma-Algebra erzeugt, die G enthält. Also G ist ein Mengensystem. Zu diesem Mengensystem kann ich mir die kleinste Sigma-Algebra anschauen, die das enthält. Das ist das Sigma von G. Und jetzt auf der anderen Seite habe ich noch was und dieses andere ist, ich kann mir die Menge aller Urbilder anschauen. Auch das ist möglich. Da schmeiße ich einfach alle Urbilder in einen Topf. Und die Aussage ist hier, es ist egal, ob ich zuerst die kleinste Sigma-Algebra erzeuge, die G enthält, und dann die von x erzeugte Sigma-Algebra bilde, oder ob ich das umdrehe. Also nochmal, auf gut Deutsch heißt es, das Sigma und das x hoch minus 1 könnt ihr vertauschen. Das könnt ihr vertauschen, wie ihr möchtet. Und das hier schaut zunächst so aus, als ob das überhaupt nichts bringt. Aber wir werden sehen, dass das genau die Äquivalenz liefert, die wir hier unten behaupten. Dass wir also eine Zufallsvariable haben, genau dann, wenn Urbilder von diesen Borel-Mengen eben wieder beobachtbar sind. Das heißt also, das ist genau der Satz, der uns das liefert, was wir ganz als Anfang als Ziel formuliert haben. Und da muss ich gleich gestehen, der wird halt ein bisschen Arbeit sein. Beweis. Okay, wie beweist man eine Gleichheit von zwei Mengen? Ja, entweder man hat Glück und kann wirklich das so richtig direkt zeigen. Alles, was in der einen Menge ist, ist in der anderen und umgekehrt auf einmal. Oder man versucht sich mit zwei Teilmengenrelationen. Und da gibt es eine, die ist einfacher und eine, die ist schwieriger.
ich sage mal so, ich schreibe jetzt gar nicht hin, welche Teilmenge wir schauen. Wir machen jetzt uns anschauen, wir machen jetzt einfach nur Beobachtungen und leiten davon ab, was einfacher ist. Wie stehen denn die beiden zueinander? Was ist kleiner, was ist größer? G ist immer in Sigma G enthalten. Warum? Sigma G ist die kleinste Sigma-Algebra, die G enthält. Also muss G dort sicher drin sein. So, was habe ich jetzt davon? Na, was ich davon habe ist, ich kann das Urbild anwenden. X hoch minus 1 von G ist dann sicher eine Teilmenge von X hoch minus 1 von Sigma von G. Gekauft. X hoch minus 1, die Urbildmenge, die entsprechend ist auch immer inklusionserhaltend, oder? Also auch das haben wir uns schon überlegt in den Übungen. Und damit kann man jetzt noch Folgendes machen. Man kann auch noch den Sigma-Operator draufhauen. Der Sigma-Operator nämlich, der ist auch inklusionserhaltend. Das heißt, diese Teilmengenrelation da oben bleibt noch immer erhalten, wenn ich als Sigma drüber schreibe. Puh, so viele Symbole. Eines kann ich sofort wieder weglassen. Welches? Also, nochmal einzelne Schritte. G Teilmenge Sigma von G, x hoch minus 1 inklusionserhaltend, bleibt die Inklusion erhalten. Der Sigma-Operator, haben wir uns überlegt, ist inklusionserhalten, also bleibt die Inklusion erhalten. Mehr ist nicht passiert. Aber was muss man jetzt an der Stelle beobachten? Was wissen wir denn jetzt schon über das hier? Was haben wir denn gerade gezeigt? So der letzte Satz, den wir formuliert haben. Das hier ist eine Sigma-Algebra. Sigma von G ist eine Sigma-Algebra. Das ist klar, das ist die kleinste Sigma-Algebra, die G enthält. Das ist eine Sigma-Algebra. Und das x hoch minus 1 ist dann das Urbild einer Sigma-Algebra. Und da haben wir gezeigt, das ist eine Sigma-Algebra. Also, das ist ein Ereignisraum. Was ist denn die kleinste Sigma-Algebra, die eine Sigma-Algebra enthält? Die Sigma-Algebra selber. Das heißt, dieses Sigma da vorne ist vollkommen überladen. Weg damit, braucht man nicht. Das ist nämlich dasselbe. Also nochmal, die kleinste Sigma-Algebra, die sich selber enthält, ist diese Sigma-Algebra. Fertig. Und jetzt sieht man, was wir gezeigt haben. Also, schreiben wir es uns nochmal hin. Da steht das kleine Sigma von x hoch minus 1 von g ist eine Teilmenge von x hoch minus 1 von Sigma von G. Und welche Inklusion haben wir damit bewiesen? Die da, oder? Und das war relativ einfach. In dem Sinne, alles, was wir gebraucht haben, ist diese initiale Teilmengenrelation und dann halt Inklusionserhaltung von Urbild und Sigma-Operator und dann halt noch diese Tatsache, wenn man Sigma zweimal anwendet, so muss man sich denken, dann steht immer nur dasselbe da. Okay? Aber mehr haben wir im Prinzip nicht gebraucht. Die Umkehrung. Und Umkehrung heißt andere Teilmengenrelation. Also, nochmal, erledigt haben wir jetzt das hier. Und die Richtung, wo ich euch empfehlen würde, nicht auf die Idee zu kommen, das einfach so aus dem Ärmel zu schütteln, braucht ein nicht einfaches Konzept. Also da muss man wirklich sagen, wenn man da so mal eben beim Kaffee trinken auf die Idee draufkommt, dann aber hallo. Also wenn man das vorher noch nicht gesehen hat und da aus dem Nichts die Idee hat, pff, Respekt.
Also da braucht es schon was relativ Kniffliges und die Idee ist, wir schreiben uns zuerst mal hin, was wir zeigen müssen. Also sozusagen meine Vorbereitung heißt jetzt hier Achtung schwierig und deswegen gut mitdenken. Wir müssen jetzt also die andere Inklusion zeigen und die andere Inklusion ist also die, dass wir zeigen möchten, dass x hoch minus 1 von Sigma von g auch eine Teilmenge ist von Sigma von x hoch minus 1 von g. Das ist das, was zu zeigen ist. Und ich schreibe nochmal genau hin, was das heißt. Das heißt, wir müssen für jedes Element in Sigma von g zeigen, dass x hoch minus 1 von diesem Element b auch enthalten ist in Sigma von x hoch minus 1 von g. Einverstanden? Weil die da, das sind eben alle Urbilder von solchen b's, und für alle Urbilder von solchen Bs müssen wir zeigen, dass sie da drin sind. Das ist nur umformuliert. Und jetzt kommt da unheimlich, also aus meiner Sicht trickreiche Idee. Und wie gesagt, das ist also, es ist zwar ein allgemeines Konzept, was Leute, die mit sowas zu tun haben, sehr gut kennen, aber eben einfach so draufkommen, also mir wäre es nicht eingefallen, ich sag's mal so. Das heißt dann auch nichts, aber trotzdem. Jetzt schreibe ich mal hin, eine Menge, die genau so ausschaut. Das sind alle Bs aus Sigma von G, für die gilt, dass x hoch minus 1 von B enthalten ist in Sigma von x hoch minus 1 von G. Das ist wieder ein Mengensystem. Und dieses Prinzip nennt sich Prinzip der guten Mengen. Also nicht irgendwie so gute Hoffnung oder irgendwas in der Richtung, sondern Prinzip der guten Mengen. Also ihr seht schon, wenn was einmal einen eigenen Namen hat als Prinzip, dann ist wahrscheinlich schon eher was Mächtiges. Und jetzt kommt also die Idee, die teilweise jetzt so als kleine Hausübung vergeben wird, wir besprechen es dann aber schon mal durch. Und das ist zunächst einmal zu zeigen, HÜ, Sigma ist eine Sigma-Algebra. Dieses große Sigma, sonst wäre es blöd gewesen, wenn wir es so nennen, ist eine Sigma-Algebra. Sagt ihr, was bringt denn das? Das nächste, was man ziemlich schnell sieht, ist, die enthält das G. Nächster Punkt, den man sieht, ist, dadurch, dass ich nur Bs aus Sigma von G nehme, ist es sicher in Sigma von G enthalten. Also, nochmal, G ist sicher drin. Ihr braucht jetzt nur was aus G schnappen, dann seht ihr sofort, das liegt da auch wieder drin. Auf der anderen Seite, noch einmal, Bs sind aus Sigma von G, die dort drin liegen, also ist dieses Mengensystem sicher auch dort drin enthalten. Ich schreibe es jetzt nochmal ausführlich hin. Dann, wenn einem das jetzt alles klar wäre, sehen wir, G ist eine Teilmenge von Sigma, ist eine Teilmenge von Sigma von G. Jetzt habe ich es nur als Kette geschrieben. Einverstanden? Was kann ich denn da jetzt wieder draufschmeißen? Ein Sigma-Operator, das ist eine gute Idee. Jetzt schmeiße ich Sigma drauf. Sigma ist inklusionserhaltend. Und es steht da, Sigma von G ist eine Teilmenge von Sigma von Groß Sigma, ist eine Teilmenge von Sigma von Sigma von G. Und was haben wir schon besprochen? Man darf sofort ein Sigma killen, weil zweimal Sigma hintereinander gibt dasselbe. Und was steht jetzt da? Damit folgern wir, die kleinste Sigma-Algebra, die das große Sigma enthält, ist eine Obermenge von Sigma von G, ist eine Teilmenge von Sigma von G, das heißt aber auf gut Deutsch ist dasselbe. Und jetzt, Hausübung, habt ihr auch noch gezeigt, das ist eine Sigma-Algebra. Damit darf ich was links weglassen? Den Sigma-Operator. Das heißt, das große Sigma ist das Sigma von G. Also schreiben wir es nochmal ganz klar hin. Das große Sigma ist das Sigma von G. Diese Menge ist Sigma von G. Was heißt das jetzt aber? Ich schreibe es genau hin. Wenn das Sigma von G ist, heißt das für jedes B aus Sigma von G. Und zwar, weil das eben dasselbe ist wie das große Sigma, dass diese Eigenschaft hier hinten gilt. Also nochmal, ich kann hier jedes B aus Sigma von G nehmen,
weil da kein B eingeschränkt wird. Die haben alle diese Eigenschaft jetzt hier hinten, was bedeutet, x hoch minus 1 von B ist Element von Sigma von x hoch minus 1 von G. Ja, hurra, aber die Bedingung, die da steht, ist genau die, die wir zeigen wollten. Und damit sind wir fertig. Ah, ist schon nicht blöd, oder? Also nochmal, was da die aus meiner Sicht sehr geniale Idee ist. Ich schreibe ein Mengensystem hin, wo ich alles reinstopfe, was genau die Eigenschaft hat, die ich mir wünsche. Dann zeige ich darüber, dass es ein Sigma-Algebra ist und schließe damit, dass dieses Mengensystem genau eben aus allen diesen Mengen besteht, für die ich die Eigenschaft nachweisen will. Und das ist schon also eine wiffe Variante und heißt eben Prinzip der guten Mengen. So, abschließend für heute, mir ist klar, das ist ziemlich abstrakt. Warum ist aber gut, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt? Wenn ihr das beherrscht, dann seid ihr in Ereignisräumen super fit. Dann ist euch klar also, auf welchem Level arbeiten eben die Elementareignisse, die Ereignisse, was sind Mengen von Ereignissen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist einfach ein super Training und ich glaube, wenn ihr entsprechend also euch dort gut wohlfühlen beginnt, dann seid ihr sicher sehr sattelfest und in diesem Sinne wünsche ich euch einen frohen Osterhasen und bis nach den Ferien.